Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe habe ich wieder ein schönes Schmankerl, vor allen Dingen ein richtig schönes Designwunder, wie ich sie jetzt mal nenne. Also bleibt einfach mal dran, wenn es euch interessiert. Was habe ich euch heute Schönes mitgebracht? Heute habe ich die Aqua Billy Klack von 1937 in der Hand. Ist eine alte Rollfilmkamera. Wir kennen ja schon normale Klappkameras. Die ist allerdings etwas Besonderes, weil die fährt das Objektiv komplett raus. Also ich finde das wahnsinnig schön, wahnsinnig toll. Ist einfach mal was anderes. Ja, über die Kamera gibt es nicht viel zu sagen. Es gab sie mit zwei verschiedenen Verschlüssen. Ich habe diesen Easy Star, heißt der, glaube ich, dieser Verschluss. Und sie arbeitet mit drei Blendenwerten. Einmal mit der Blende 11, Blende 16 und Blende 22. Das kann man hier einstellen. Und hier an der Seite hat man die Möglichkeit, entweder die Bulb-Funktion oder, ich schätze mal, ein 1/30 wird das sein von der Verschlusszeit her. Mehr hat die Kamera eigentlich gar nicht. Ausgelöst wird sie hier vorne. Also das heißt wieder für mich, wenn ich einen Film einlege, in dem Fall da oben, immer schön weiterspulen. Gell? Weil das ist ja so ein altbekanntes Problem von mir. Ja, aber ich finde das halt einfach interessant. Es ist nicht eine normale Klappkamera wie eine, die man so aufklappt und dann einstellt, sondern ziemlich piepen einfach gemacht. Gut, ich würde sagen, wir tun jetzt einen Film einlegen. Ich muss ehrlich auch sagen, ich habe jetzt meine alten Filmrollen durchgeschaut. Ich habe hier noch einen Ilford Pan F50. Und weil heute so richtig schönes, geiles, sonniges Wetter ist, werden wir auch mit dem ISO 50 wunderbar weiterkommen. Und dann schauen wir doch ganz einfach mal, was wir da für schöne Fotos damit hinbekommen. Also, einen Film lade ich und dann geht's los. Da ja die Aqua Billy Klack in 6x9 aufnimmt, ja, wird sich hier diese schöne, ja, wie kann man jetzt nennen, wie nennt sich das, Lichtung, ja, diese schöne Baumlichtung hier, kann man sagen, mal als erstes Motiv, würde ich sagen, mal rentieren. Und das probieren wir jetzt mal aus. Bei Mittelformat in 6x9 ist man natürlich schon dementsprechend limitiert. Man hat halt nun mal nur 8 Bilder. Und da sollte man sich natürlich schon ganz genau überlegen, was man natürlich fotografiert. Und ja, aber dann haben wiederum die Bilder wieder eine ganz andere Gewichtung, sage ich jetzt mal. Muss man immer hier bitte aufpassen, wenn man nicht hier durch die Matsche latscht. Und ja, die Bilder sind einfach dann, sage ich mal, vom Wert her etwas höherwertiger eben. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einer digitalen unterwegs ist, mal 200-300 Bilder rumrotzt, so, und dann im Endeffekt sind eigentlich bloß 10 brauchbar und der Rest flackt auf der Festplatte. Also bei eben 6x9er Rollfilm, da sucht man sich die Motive dann deutlich besser aus. Jetzt sind wir langsam an der Jugendalte. Ah, jo, das heißt für mich wieder Pitstop, also auf Deutsch schönes Weißbier trinken, einen guten Schäfflerbräu und einfach mal kurz Siesta machen. Ja, das Weißbier ist lecker. So, die Hälfte habe ich schon geschafft. Naja, Spaß beiseite. Jetzt werde ich mal ein schönes Foto machen von meinem Dorf. Das sieht man hier wunderbar von Missen Wilhelms. Und schauen wir mal, wie sich die Aqua damit schlägt. Mal, ob es funktioniert, gell? Weil in 6x9, ja, kann man bestimmt auch ein schönes Panorama damit zaubern. Wie ich glaube ich schon mal erwähnt habe, sind Panoramenaufnahmen in 6x9 wunderbar. Und darum machen wir jetzt doch eine schön mit der Bergkette hin und den Kreuz noch im Vordergrund. Schauen wir mal, ob es was wird. Wie
ihr gerade hinten im Hintergrund, ich gehe mal kurz auf die Seite, so, sehen könnt, machen wir jetzt nochmal mit der wunderschönen Kamera ein wunderbares Bild und schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Ja, schauen wir mal, wie viel drauf passt, ich weiß es gar nicht. 28 mm ist zwar recht weitwinklig, also müssen wir schon einiges drauf bekommen. Ja? Bild 6 ist jetzt im Kasten, also zwei Bilder gehen mit der Agfa Billy noch. Ja, schauen wir doch einfach mal, was da jetzt raus wird. Also ich sehe schon kommen, das ist heute eine reine Landschaftstour. Einfach bei diesen wunderschönen Panoramen, da kann man einfach nicht anders, gell? Bild 7 ist im Kasten, wunderbar. Also ein Foto kann ich noch machen. Schauen wir, wo ich noch was finde, weil ich habe ja einen 50er ISO-Film drin. Das heißt also, es sollte relativ hell sein. Ich hoffe, dass es funktioniert. Also ich kenne ja so standardmäßig so 100er ISO, 200er ISO. 50er ist natürlich schon recht niedrig, also für relativ helle Umgebungen. Und schauen wir einfach, wie das geworden sind. Wie man im Hintergrund sehen kann, ich gehe mal kurz wieder auf die Seite. Ist ja hier so ein schönes Herrenhaus und das wird dann mein letztes Bild mit der Agfa. Sonne kitzelt in der Nase. Und das wird auf jeden Fall Bild 8 mit der Agfa. Schauen wir mal, ob ich es wunderbar drauf bekomme, oder? Ja, das war Bild 8. Jetzt ist damit der Film voll. Jetzt werden wir ihn dann entwickeln. Ich hoffe mal, es sind ein paar schöne dabei. Ich meine, wie eine altbewährte Tradition. Seht ihr sie ja eh schon zwischendrin. Ich selber darf mich wieder mal überraschen lassen und schauen wir mal, ob was daraus geworden ist. Gerade mit dem abgelaufenen Film, der ist 2004 ist der abgelaufen, Oktober 2004, genau. Ja doch, 15 Jahre. Schauen wir mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also hier mit der Agfa Billy Klack, die Fotos sind gar nicht mal so schlecht geworden. Man muss natürlich auch noch berücksichtigen. Die Kamera ist von 1937, also rund alt. Und ich habe es auch schon gemerkt gehabt, jetzt beim Spulen hier. Da musste ich teilweise reindrücken, dass die Spule weiterging, weil das einfach hier ein bisschen ausgeleiert ist. Gell? Also das Alter muss man berücksichtigen. Dann, klar, die Linse ist auch wahrscheinlich nicht mehr die beste. Und vor allen Dingen, was ich ja gesagt habe, der Film war ja abgelaufen. Also von der Seite her, unter den Voraussetzungen gesprochen, sind eigentlich die Fotos relativ gut. Ich bin persönlich zufrieden damit. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich sie vielleicht das ein oder andere Mal nochmal verwende. Wie gesagt, ich finde halt einfach diesen Mechanismus einfach klasse. Der gefällt mir so sehr dermaßen gut. Naja, was soll's. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, mit so einer alten Kamera unterwegs zu sein. Natürlich, es hat seinen Charme, da braucht man nichts drüber verlieren. Jo, ansonsten bleibt es mir treu wie immer. Daumen nach oben, freut mich wie immer. Und ich kann nur sagen, gut Licht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.